Herzlich willkommen! In diesem Erklärvideo lernst du, wie du ein Rondell schreibst. Weihnachtszeit. Dicke Schneeflocken fallen vom Himmel auf die Zweige. Eine rote Kerze leuchtet hell. Es duftet herrlich nach Zimtstangen und Orangenschalen. Dicke Schneeflocken fallen vom Himmel auf die Zweige. Tag für Tag wird ein weiteres Türchen geöffnet. Kinder vernaschen Lebkuchen und Schokoladen-Nikoläuse. Dicke Schneeflocken fallen vom Himmel auf die Zweige. Eine rote Kerze leuchtet hell. Dir ist bestimmt schon etwas aufgefallen. Der Text war ein Rondell. Ein Rondell ist ein Gedicht aus 8 Verszeilen, die in einer Strophe angeordnet sind. Das Rondell reimt sich nicht, aber es wiederholen sich einzelne Verszeilen. Die erste, vierte und siebte Zeile sind gleich und die zweite und letzte Verszeile sind gleich. Die anderen Zeilen sind beliebig. Nun schauen wir uns den Bauplan eines Rondells genauer an. Zuallererst brauchen wir eine Überschrift. Beispielsweise Weihnachtszeit. Anschließend schreiben wir zum Thema einen passenden Satz in die erste Zeile. Dicke Schneeflocken fallen vom Himmel auf die Zweige. Diesen schreiben wir auch in die vierte und siebte Zeile. Nun notieren wir einen weiteren passenden Satz zum Thema. In die zweite Zeile, zum Beispiel, eine rote Kerze leuchtet hell, und schreiben diesen auch in die achte Zeile. Nun formulieren wir weitere Sätze für die dritte Zeile. Zum Beispiel, es duftet herrlich nach Zimtstangen und Orangenschalen. Für die fünfte Zeile, Tag für Tag wird ein weiteres Türchen geöffnet. Und schließlich für die sechste Zeile, Kinder vernaschen Lebkuchen und Schokoladen-Nikoläuse. Nun noch einmal zusammengefasst. Wähle eine Überschrift. Schreibe in die erste Zeile einen Satz, der gut zum Thema passt und den du in die vierte und siebte Zeile schreibst. Schreibe in die zweite und achte Zeile auch einen sinnvollen Vers. Und überlege dir für die Zeilen 3, 5 und 6 auch passende unterschiedliche Sätze. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Schreiben.